Die Corona-Krise hat den Fußball auch international schwer im Griff, leider. Denn jetzt weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Einige Länder ruhen, zum Beispiel Luxemburg, die hatten jetzt erstmal ein paar Wochen Pause. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sich Davis Brutz die Zeit genommen hat, mit mir heute zu reden. Er spielt beim FC Viktoria Rosport, einem ja, kleinen Verein in Luxemburg. Luxemburg ist ja nicht sonderlich groß. Deswegen gibt es auch nicht so die bekannten Vereine, außer vielleicht F91 Düdelingen. Und ich rede natürlich mit Davis Brutz darüber, wie jetzt der Fußball in Luxemburg ist, wie wird aktuell mit der Corona-Krise umgegangen und natürlich, wie das Niveau in Luxemburg ist. Davis, ich grüße dich und freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du meiner Einladung angekommen, ja, gefolgt bist. Stell dir mal so ein bisschen vor, du bist jetzt so eher der unbekanntere Spieler. Also, ich weiß, du bist in Deutschland geboren und bist jetzt U21 Spieler Lettlands, aber so großartig bekannt hat das ja noch nicht so. Ja, tatsächlich bin ich ja nicht in Deutschland geboren. Ich bin in Lettland geboren. Bin da auch aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, bis ich 12 oder 13 war. Und dann bin ich erst mit meinen Eltern hier nach Deutschland gezogen. Ja, das liegt auf der Zunge, dass das in der Nähe von Luxemburg sein muss, sonst wäre die Fahrerei viel zu groß. Also wir sind in der Eifel ansässig, leben hier seit 10 Jahren jetzt. Und ja, habe in der U21-Nationalmannschaft von Lettland gespielt und ja, und spiele bei Viktoria Rosport, wie du gesagt hast. Genau, da ist es ja aktuell so, dass ihr auf dem fünften Platz steht. Die Saison ist jetzt, ich würde mal sagen, doch vielleicht gut gelaufen für euch. Wie zufrieden bist du bisher mit dem Saisonverlauf? Mit der Mannschaftsleistung dieses Jahr bin ich auf jeden Fall sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt auf dem fünften Platz stehen dürfen. Aber andererseits ist es auch irgendwo berechtigt, weil wir tatsächlich in letzter Zeit guten Fußball gespielt haben. Und ja, jetzt sehen wir erst, wie es weitergeht mit der Corona-Pause. Ich hoffe, dass wir noch spielen dürfen. Es sieht aber momentan sitzen wir auf dem Ungewissen tatsächlich. Ja, aktuell ist es ja so, dass heute zum Beispiel beschlossen wurde, dass es ab Mittwoch in Deutschland einen Lockdown geben wird. Wie sehr leidet jetzt der Fußball in Luxemburg darunter? Ihr hattet jetzt dann auch schon mal diesen Lockdown. Es ging ja dann so weit, dass einige gar nicht ein- und ausreisen durften, weil ja Luxemburg als Risikoland gilt. Was macht es jetzt aktuell so mit euch in der Mannschaft? Also und dieser Lockdown in Luxemburg da. Wie lange ist das her? Ich glaube 2 Monate, wo keine Einreisen und Ausreisen erlaubt waren, hat uns nicht so hart getroffen, weil hier in der Gegend sehr viele Pendler sind, die in Luxemburg arbeiten. Und deshalb wurde es für uns auch quasi wie eine Arbeitsgenehmigung erstellt und dadurch durften wir weiter Fußball spielen und auch trainieren. Also uns hat es nicht so hart getroffen. Ich würde eher sagen, hat Leute, die aus Luxemburg raus wollten. Also uns persönlich war das nicht so wichtig. Jo. Ja, ich weiß ja, dass es jetzt in der Zeit auch wieder Länderspiele gab. Mit der U21 warst du viel unterwegs, mit Lettland kommen wir nachher dazu. Aber gerade jetzt auch Nations League-Spiele, die jetzt stattgefunden haben, da durften ja gerade auch aus Luxemburg einige gar nicht ausreisen. Ich erinnere da auch an ein paar Schiedsrichter, die dann gar nicht ein bestimmtes Land reisen durften, irgendwie in dieser Corona-Situation. Wie sehr hat jetzt da auch die Mannschaft dann dieser Zusammenhalt gebracht? Ist er stärker geworden, dieser Zusammenhalt, oder eher ja gleich geblieben? Ja, also das ist, also ich würde schon sagen, dass dieser Corona-Effekt uns in der Mannschaft tatsächlich gestärkt hat. Wir passen uns auf, müssen uns aufeinander aufpassen, weil sonst ist bei uns zum Glück noch nicht der Fall gewesen. Aber wenn ein Corona-Fall dann in der Mannschaft auftritt, sind alle davon betroffen. Das heißt, müssen alle, die mit ihm was zu tun hatten, dem Spieler, der
von Corona befallen ist, dann 2 Wochen in Lockdown. Wir trainieren ja genug, haben genug Zeit und also Zeit untereinander verbracht. Deshalb ist das, ja, man muss halt Rücksicht nehmen, ne? Also du musst sowohl auf deine Mannschaftskollegen als auch um dein privates Umfeld Rücksicht nehmen und gucken, dass man alle irgendwie in irgendeiner Hinsicht schützt, ne? Das ist nicht leicht zurzeit. Das ist definitiv klar, haben wir ja auch in Deutschland so. Aber wie genau seid ihr jetzt mit diesem Lockdown, mit dieser ersten Pause umgegangen? Also es wird bestimmt viel Individualtraining gegeben haben und jetzt von heute auf morgen kannst du deine Mannschaftskameraden nicht mehr sehen. Dieser Zusammenhalt, den man ja immer im Team hat, dieses Teamgefüge. Wie war das dann? War der stark Ja, oder das war. stärker geworden? Das würde ich schon behaupten, ja. Nochmal zu der Frage, meinst du den allerersten Lockdown, das war ja März, oder jetzt gerade im Moment die 2, die jetzt gefolgt sind? Ich würde dann sagen, quasi alle, weil von heute auf morgen kommst du quasi rein, darfst keinen Sport mehr machen und bist völlig überrascht worden. Jetzt hast du ja wieder diesen Lockdown und man kann die Mannschaft ja nicht sehen. Also, wie geht ihr jetzt mit dieser Situation da um? Wie ist dieser Zusammenhalt? Wie sehr wünscht man sich die Teamkollegen wieder um einen herum und nicht nur so über Zoom? Ja, also man vermisst alle. Also das ist klar. Also wenn du verbringst ja fast als Fußballspieler verbringst ja fast mit den Leuten mehr Zeit als mit deiner Familie. Das sind genauso wie Arbeitskollegen quasi. Also man vermisst sie schon, man vermisst die Späße in der Kabine und vor allem auf dem Platz zu stehen und mit dem zusammen zu kicken, vor allem wenn es gut läuft. Und ja, das hat uns die erste Corona-Pause hat uns schon gut, ich weiß nicht, ob aus der Bahn geworfen, aber die 3 Monate, wo der erste Lockdown, wo gar kein Fußball gespielt wurde im Sommer, haben uns auf jeden Fall als Mannschaft, als ein Team sehr weit zurückgeworfen. Und das dann wieder in 2 Monaten zu erarbeiten, wenn die Saison wieder losgeht, ist sehr schwer. Aber ich finde, wir haben das sehr gut gemacht und sind auch gut in die Saison gestartet. Ja, gut, wenn du jetzt wieder vor dem Lockdown auf dem fünften Platz stehst, ist es eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Wir kommen mal wieder ein bisschen zu dir, weg von dem Corona, das macht alle wahnsinnig. Du bist aus Deutschland gekommen, hast dort in der 6. Liga gespielt beim FC Bitburg. Wie ist dann so überhaupt der Kontakt nach Rossport entstanden? Ja, die zwei Vereine liegen nicht weit auseinander. Das sind vielleicht Kilometer Luftlinie. Wie viele Kilometer? Ja, nochmal. Wie viele Kilometer? Vielleicht 50, vielleicht sogar weniger. Sogar weniger. Das ist eine Viertelstunde Fahrt. Ja, und man kennt die Clubs in der Gegend halt. Und ja, die sind auf mich aufmerksam geworden, sind auf mich zugekommen und ich hab zugesagt. Warum nicht? Warum war dir der Schritt Luxemburg jetzt so wichtig, um aus Deutschland rauszukommen? Es ging mir nicht mal darum, aus Deutschland rauszukommen, sondern ein Stückchen höheres Niveau zu spielen, was in der luxemburgischen Liga auf jeden Fall der Fall ist. Und ja, es war auch mal was Neues. Also neue Leute kennenlernen, neue Mannschaft, neue Teamkollegen und auch ein bisschen in Luxemburg würde ich auch sagen, es wird ein anderer Fußball gespielt als bei uns in Deutschland. Ja, die Erfahrung wollte ich mir mitnehmen. Wie ist so das Niveau in Luxemburg, wenn du jetzt sagst, es ist ein anderes Niveau? Also so ländertechnisch ist Deutschland natürlich wahrscheinlich stärker als die erste luxemburgische Liga. Wie hast du so die erste Zeit dort erlebt in Luxemburg, vom Fußballerischen her? Es war sehr, also letztes Jahr war es sehr schwierig reinzukommen, weil der Tempounterschied auf jeden Fall zu merken war.
Ich würde das Niveau, würde ich ungefähr bei uns in Deutschland zwischen einer, ja, so eine gute Oberliga bis Regionalliga, Mittelfeld, Regionalliga würde ich schon einstufen. Also das Niveau ist meiner Meinung nach schon gut. Also wir spielen aber allerdings einen wenig anderen Fußball. Also es ist wirklich, es geht quasi Konterfußball Tag und Nacht. Welchen Stellenwert hat der Fußball in Luxemburg? Also ich habe jetzt mal gesehen, die Stadien sind ja nicht sonderlich groß. Also ich glaube so grob geschätzt vielleicht 10.000 Zuschauer, wenn es gut läuft, in passendem Stadion. Für ein recht kleines Land ist es ja eigentlich wahrscheinlich doch ein toller Sport, oder? Ja, die Bedeutung. Vor allem für die ansässigen Leute, für die Leute, die dann wirklich nicht weit vom Stadion wohnen und ihren Verein unterstützen, ist das schon ein großer Stellenwert. Klar, ist der Nationalfußball nicht so, hat nicht so einen hohen Stellenwert wie Bundesliga hier in Deutschland. Aber die Leute mögen es. Das ist auch, würde ich mal sagen, ja, stärkst besuchte Sport in Luxemburg. Und ja, klar haben die Leute nicht viel davon, aber sie machen das Beste draus. Was ich jetzt gemerkt habe in Luxemburg, ist, es gibt ein, ich sag mal, kompliziertes System oder ein merkwürdiges System, sozusagen. Es sind recht viele junge Spieler in der Mannschaft. Also es sind immer so, es gibt viele 2003er, 2004er. Noah Rossler zieht ja dann zu den Jüngeren oder auch Fabian Breuer, der ist ja auch 2003er. Woher kommt es, dass man da so viele junge 15-, 16-, 17-jährige Spieler im Kader hat? Liegt bei uns daran, dass dass die Jugendarbeit einfach sehr eng verknüpft ist mit mit der ersten Mannschaft. Also die Jungs, die trainieren mit uns und sammeln ihre Spielpraxis dann in ihren Jahrgängen oder sogar in der zweiten Mannschaft. Also das ist für die Entwicklung der Jungs einfach immens wichtig und ich finde, macht unser Verein ziemlich guten Job. Ich glaube allgemein, also klar, jetzt kannst du natürlich jetzt nur von Rossport sprechen, aber wenn man so schaut, das sind allgemein irgendwie in jedem Verein oder ja, in jedem Team so viele junge Spieler. Jetzt mal speziell Viktoria Rossport. Ihr habt jetzt so eine gemischte Mannschaft, 2004er, 2003er, dann kommen die erfahrenen Leute, zu denen ich jetzt auch dazu zähle. Wie ist dann so die Mischung in der Mannschaft, wenn da so ein Junger kommt, der ja eigentlich noch das Nesthäkchen ist, der gerade noch pubertierend ist, meint, er weiß alles besser und dann sind da die erfahrenen Leute, die ihm sagen, hey Junge, fahr mal runter oder ist es gar nicht so schlimm bei euch oder wie ist da so die Stimmung innerhalb? Bei uns, also bei mir war es ja letztes Jahr auch so, war 20, ich wurde sehr schnell auf den Boden der Tatsachen geholt von den Jungs, was auch gut war. Das merkst du entweder im Training oder spätestens am Sonntag, wenn du auf dem Platz stehst, wirst du sofort auf den Boden der Tatsachen geworfen und musst dann gucken, dass du deinen Arsch hochkriegst, so gesagt. Und es ist halt, ja, für die jungen Spieler, die müssen halt lernen. Also das ist das Einzige, das ist das Beste, was ihnen passieren kann, wenn sie mit erfahrenen Leuten zusammenspielen dürfen, die ihnen auch den Weg in den erwachsenen Fußball zeigen. Weil da sind auch viele, da scheitern viele Talente, die dann aus der Jugend gerade hochgezogen werden und dann im Erwachsenenfußball dann komplett untergehen. Wie war das am Anfang bei dir, als du jetzt dann nur nach Luxemburg gekommen bist? Dann ist es ja wieder ein neues Land, hast ja in Deutschland da ja auch eine Rolle gehabt, hast ja auch in der U17 Bundesliga gespielt. Dann kommst du in so ein neues Feld rein, wo du halt als einer der Jüngeren giltst. Wie bist du erstmal mit dieser Situation auch umgegangen oder wie hast du dich in diese Mannschaft eingebracht? Ich muss ehrlich sagen, ich kannte ja ein paar Jungs vorher schon, also von Erzählung. Und ich fand es gut, dass unser Niveau sehr hoch war. In der Sommervorbereitung jedoch
hätte ich nicht erwartet, dass ich, also ich habe von Anfang an halt sehr viele Spiele gemacht. Da muss man sich erstmal fangen und den richtigen Rhythmus zu finden, weil physisch ist das schon ein Riesenunterschied, war es zumindest für mich. Und ich musste erstmal damit klarkommen, dass das Tempo einfach viel höher ist, es ist physischer und es war keine leichte Zeit, aber ich finde, ich habe sie gut überwunden und habe mich in die Mannschaft gut eingefunden. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut. Ramiro Valente ist der älteste Spieler aus eurer Mannschaft mit 31 Jahren. Der ist jetzt auch schon ewig in Luxemburg dabei. War ja schon 2010 bei RFC Luxemburg, war dann in Sandweiler, wieder in Rossport, Mundorf, Rossport, hat dann pausiert und ist jetzt wieder in Rossport. Wie wichtig ist dieser Spieler für die Mannschaft? Was hast du von ihm lernen können? Was kann er der Mannschaft überhaupt so allgemein auch an Werten vermitteln? Ich muss dich ein wenig korrigieren. Es ist der Daniel Bartsch, der Älteste. Der ist 33. Okay. Ramiro Valente ist, ja, ist zwar einer der Ältesten, aber man würde meinen, also der ist ein witziger Kerl, keine Frage. Der hilft uns immens vorne, spielt auf der 10. Er macht die Bälle gut fest. Von ihm, also ihm einen Ball abzunehmen, ist schon schwierig. Jedoch manchmal macht er auch seine Späße im Training. Also das ist ein klein wenig ein Mannschaftsclown, der aber, wenn es drauf ankommt, immer da ist und auch sein Bestes gibt für die Mannschaft und arbeitet. Dann nehmen wir mal Daniel Bartsch jetzt als Beispiel. Der hat ja auch schon DFB-Pokal gespielt, ein Spiel hat in der Regionalliga Südwest gespielt, in der Regionalliga West. Das sind eigentlich die zweitstärksten Regionalligen, die wir hier in Deutschland haben. Nehmen wir ihn jetzt als Beispiel. Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Was kann er euch so beibringen, auch als der 33-jährige Routinier in der Mannschaft? Ja. Daniel Bartsch ist eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt des Spiels, würde ich mal fast behaupten. Er ist immer noch immens fit für seine 33 Jahre. Ist sehr schön von Verletzungen verschont worden in seiner Karriere, was ich ihm hoch anrechne, weil es kommt ja nicht von irgendwo her. Ich bin froh, mit ihm zusammen spielen zu dürfen, von ihm alles lernen zu dürfen. Und wie gesagt, er ist unser Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Der spielt auf der 6 und verteilt die Bälle, sieht Laufwege, Lücken, die Laufwege er auch manchmal selber macht. Also, davon ist auf jeden Fall eine gute Scheibe abzuschneiden. Gibt es auch irgendwas, was ihr von den Jüngeren lernen könnt, die ihr dann doch vielleicht auch diesen moderneren Fußball mitnehmen? Der Fußball hat sich auch in den letzten Jahren enorm entwickelt. Ja, klar, das ist jetzt, der Fußball hat sich jetzt eher auf den Außen, sehr technischen und schnellen Fußball entwickelt. Ich bin, ja, technisch bin ich, glaube ich, nicht so begabt wie die kleinen anderen. Das könnte auch an meiner Größe liegen. Ich bin fast 1,90. Ja. Ein wenig Technik von den Jüngeren und die Spritzigkeit und so eine Kombi zu kriegen, ist schon eine gute Sache, wenn man die Erfahrung und die Spritzigkeit von den Jungen auf dem Feld bringt, was wir tatsächlich auch momentan haben, ist eine gute Kombi, um erfolgreich zu sein, tatsächlich. Ja, das klingt ja gut, wenn man sowohl von den erfahrenen als auch von den jüngeren Spielern was lernen kann. Was auffällt in Luxemburg, es gehen sehr viele ehemalige Spieler, wie zum Beispiel auch Daniel Bartsch, der in der Regionalliga gespielt hat, nach Luxemburg. Es sind auch gerne mal ehemalige Profis dann da in Luxemburg dabei oder Leute, die halt in der dritten Liga gespielt haben. Was meinst du, woran liegt das? Ist das dann eher für die eine neue Chance, zu sagen, ich kann jetzt meinen Profitraum erzielen?
Oder würdest du sagen, naja, es ist vielleicht der kleine Rückschritt, aber man möchte seine Karriere doch nochmal irgendwo ausklingen lassen und einfach noch Spaß haben? Da würde ich dir tatsächlich beim letzten Punkt zustimmen. Also die würden, klar, die kommen jetzt nicht in ihren besten Jahren nach Luxemburg, sondern eher zum Ende ihrer Karriere. Ich würde aber dennoch dazu sagen, dass sie auch ein wenig Erfolg haben würden, weil bei uns spielen ja die ersten vier Mannschaften spielen ja Europapokal-Quali, was eigentlich auch eine schöne Erfahrung für die Älteren ist, wenn man es zum Beispiel in Deutschland oder sonst wo nicht geschafft hat. Ja, die sammeln ihre Erfahrungen hier und möchten ihre Karriere gut ausklingen lassen, gehe ich mal von aus. Also. Ja, es fällt ja schon auf, aber es würde ja auch eventuell Sinn geben. Und ich persönlich sage auch, ich finde den luxemburgischen Fußball schon ganz cool. Vor allem auch F91 Düdelingen hat ja für den luxemburgischen Fußball damals ja sehr viel Werbung gemacht in der Europa League, als sie da gegen AC Mailand zum Beispiel gespielt haben. Sind dir da diese Begegnungen vielleicht noch im Kopf? Kriegt man das vielleicht noch so mit so aus Luxemburg, wenn man dann so irgendwie untereinander auch redet und sagt, hey, ja, der luxemburgische Fußball hat sich in den Jahren enorm entwickelt. Dirk Karlsson zum Beispiel ist in der zweiten Liga in Deutschland unterwegs. Ja, das würde ich schon sagen. Also Düdeling hat auf jeden Fall für den luxemburgischen Fußball viel getan. Sehr gute Werbung in den vorherigen 2 Jahren, wo sie zweimal hintereinander in die Europa League Gruppenphase gegen starke Gegner tatsächlich reingekommen sind. Ich war tatsächlich eins der Spiele, glaube ich, gegen Olympiakos Piräus war ich sogar im Stadion gucken. Also das spricht sich rum in Luxemburg und das sehr schnell. Das ist ja ganz gut. Jetzt schauen wir mal zu deiner Nationalität. Jetzt stand die EM-Quali vor der Tür. Tabelle der Gruppe 5. Lettland U21 4 Punkte geholt, letzter geworden. Sehr viel Unglück war da auch dabei in der Gruppe mit Russland, Polen, Bulgarien, Serbien und Estland. Wie würdest du das Niveau in Lettland vom Fußballerischen her mehr beschreiben? Ähnlich wie in Luxemburg oder doch etwas anders? Ich würd schon sagen, dass es das ungefähr dasselbe Niveau ist. Jedoch ist das Fußballsystem da komplett anderes. Also die haben ihre Saison, die fangen ihre Saison im Februar an und beenden sie jetzt im November, Dezember und spielen den kompletten Sommer durch. Das hat man den Jungs tatsächlich in der letzten Ausreise nach Polen, hat man es denen angemerkt. Das war für die das letzte oder vorletzte Spiel in der Saison überhaupt. Und dass die schon fast 30, 40 Spiele in den Knochen hatten, war anzumerken. Ja, und vom Niveau würde ich schon sagen, das ist ungefähr Luxemburg, aber da wird auch wiederum ein anderer Fußball gespielt. Also da wird weniger individueller Fußball gespielt, sondern wirklich mannschaftstaktisch. Was meinst du, woran lag es dann jetzt auch so, dass man die EM-Quali jetzt nicht so erfolgreich absolviert hat? Lag es an den vielen Spielen oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass man sie jetzt nicht so regelmäßig sieht? Also ich habe jetzt gesehen, da sind ja viele aus der Mannschaft dabei, die auch in einem Team spielen und jetzt kommen da Leute da dazu, die auch in Luxemburg spielen. War es vielleicht auch ein Grund? Ja, ich würde schon sagen, also die Nationalmannschaft ist halt, man fliegt ja meistens eine Woche vor dem Spiel hin. Man hat ja eine Woche Training zusammen, was auf jeden Fall nicht ausreicht, um eine Mannschaft für ein Spiel vorzubereiten, wo wirklich alles funktionieren muss. Und da muss ich schon sagen, dass die Gegner schon besser aufgestellt waren, weil sie wahrscheinlich schon was länger miteinander gespielt haben. Also, das ist schon klar. Und ja,
War eine sehr zusammengewürfelte Truppe, weil wir hatten ja fast von allen Clubs zwei, drei Leute, die dann unter sich natürlich gut zusammenspielen können, aber für den Rest der Mannschaft, also die Mannschaft besteht ja nicht nur aus drei Leuten, sondern aus 11, wenn nicht sogar 18. Jetzt kann man mal nochmal zum Ende kurz zu der Corona-Thematik. Wie schaut jetzt das Individualtraining aus? Jetzt hattet ihr ja gerade diese Woche, jetzt hattet ihr ein bisschen Zeit, jetzt weiß man wieder nicht, wann es ungefähr weitergeht. Laut Spielplan soll der 14. Spieltag am 10.01. nachgeholt werden. Wie haltet ihr euch jetzt aktuell fit? Ja, momentan seit jetzt anderthalb, 2 Wochen sind wir auf unsere eigenen individuellen Trainingspläne angewiesen. Unser Co-Trainer schickt sie uns jede Woche raus, was wir zu tun haben. Und ja, die werden dann wie Hausarbeiten erledigt, ne? Und müssen gucken, dass wir fit bleiben und hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann, ne? Das hoffen wir natürlich alle. Was sind jetzt so dein Wunsch auch für die Zukunft? Und wo siehst du dich mit Viktoria Rosport in den nächsten 5 Jahren? Wenn wir jetzt so ein bisschen, jetzt müssen wir in die Zukunft schauen, aber kann man ja immer machen, so 5 Jahre so mal ein bisschen vorauszusehen, ist ja bestimmt nicht schwer. Ja, für mich persönlich hoffe ich, dass ich den Rest des Jahres verletzungsfrei bleibe und der Mannschaft weiterhelfen kann und dass wir weiter im oberen Drittel mitspielen können. Das wäre sehr schön dieses Jahr. Für die nächsten 5 Jahre, oh, das ist schwierig zu sagen, weil es ein bisschen, ja, letztes Jahr standen wir nicht so gut zur Winterpause und ja, sind ein bisschen das Sorgenkind der luxemburgischen Liga. Ich würde schon sagen, wir sind das SC Freiburg des Luxemburgs. Also es kommt ein Jahr, wo es gut laufen kann wie dieses Jahr. Es kann aber auch genauso schlecht laufen wie letztes Jahr. Also das ist sehr schwierig einzuschätzen, aber ich hoffe, dass wir die nächsten 5 Jahre in der BGL League gut mitspielen können und hoffentlich sogar ab und zu mal die Favoriten ärgern können. Ja, das würde ich mir wünschen. Vielleicht sieht man ja euch dann auch mal in der Europa League. Wäre auch, glaub ich, auch mal ganz toll, wenn es dann weitere Vereine gibt, die das machen können, die immer das Unmögliche irgendwie möglich machen und dann ein kleines Land irgendwie in Ekstase versetzen. Dann sage ich schon mal vielen Dank für deine Zeit, dass du mal so ein bisschen den luxemburgischen Fußball auch bekannter gemacht hast, auch den lettischen Fußball. Wünsche dir natürlich auch, dass, wie du gesagt hast, eine verletzungsfreie Saison, ja, dass du gesund bleibst, jetzt auch mit dem ganzen Corona. Dass ihr euch da nicht anstecken lasst. Ich hoffe, ihr seid bisher noch verschont geblieben und da wurde einer positiv getestet. Naja, wir sind tatsächlich bis jetzt verschont geblieben. Das ist ja das Wichtigste, dass ihr da gesund bleibt. Dann natürlich jetzt noch ein schönes Weihnachtsfest, wie auch immer das ausschauen wird. Das weiß selber keiner. Ich glaube, ihr seid genauso betroffen wie mir mit Lockdown. Und hoffe, dass wir uns dann sehen, denn ich hatte ja eigentlich geplant, jetzt eigentlich dieses Jahr rüberzukommen nach Luxemburg, aber ist jetzt verschoben. Dafür hoffentlich dann auf nächstes Jahr. Alles klar. Gut. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten, frohes Neues. Und bleib Ja, gesund. Danke. du auch. Bis Ciao. demnächst. Ciao.